Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es um das Angeln mit kleinen Hardbaits, kleinen Twitchbaits im Sommer auf Barsch. Also Leute, während wir auf dem Weg zu unserem heutigen Spot sind, nutzen wir doch gleich mal die Zeit und ich erkläre euch kurz den Ablauf des Videos. Beziehungsweise als allererstes möchte ich mich kurz bei euch entschuldigen, dass in der letzten Zeit so wenig Videos gekommen sind. Aber diese Saison ist irgendwie wie verhext. Entweder beißen die Fische nicht oder ich bin halt einfach gerade so eingespannt mit meinem eigentlichen Beruf. Da steht einfach so viel an und ich hoffe, das wird sich jetzt dann demnächst wieder ein kleines bisschen bessern und wir kriegen da ja wieder ein bisschen Videofrequenz an den Start. Es ist auf alle Fälle einiges geplant für heuer. Jetzt geht es dann an den nächsten Trip nach Italien und ja, auf alle Fälle wollte ich mich da mal kurz bei euch entschuldigen. Zumal ist das Hochwasser bei uns ja auch noch dazwischen gekommen und ja, deswegen ist da einfach relativ wenig Fischzeit zusammengekommen. Aber jetzt zum Ablauf des Videos. Ihr werdet jetzt als allererstes einen praktischen Teil zum Twitchbait-Angeln von vor circa 10 Tagen sehen. Da war ich hier schon mit Paolo für eine kurze, spontane Abendsession verabredet. Ich war aber so intelligent und habe die Kamera mitgenommen. Und in diesen 1,5 Stunden hat es super funktioniert. Wir haben ordentlich Fische fangen können, schöne Fische fangen können. Und ja, den seht ihr jetzt als erstes. Und im Anschluss geht es dann hier mit der Theorie weiter. Die wird sich ganz kurz halten. Und ja, ein paar Köderempfehlungen gibt es natürlich auch noch. Und dann im Anschluss gehen wir nochmal fischen. Was denn? Alles dicht. Hau an. Hängt Leute, kleiner Barsch. Ein kleiner Barsch. Den befreien wir natürlich gleich wieder. So. Da haben wir den ersten kleinen auf. OSP. Flup. Da sind tatsächlich relativ viele Fische unterwegs. Aber bis jetzt noch kein guter. Ich. Jawohl. Oh, das ist ein schöner Barsch. Jawohl, geil. Wir stehen genau da, so wie letztes Mal. Geil. Schön. Auf Mudcrow. Sehr cool. Genauso wie letztes Mal. So Leute, beim Paolo hat es geklappt. Schöner Barsch auf Mudcrow. Jawohl. Der ist Maschine, hey. Funktioniert einfach. Wahnsinn. Spawnkiller, eine der absoluten Lieblingsfarben von fast jedem. Sehr cool. Petri. Petri, Dank. Oh, hab einen Barsch. Jawohl, auf Twitchbait. Schön draufgeschossen. Da ist er, der Kollege. Ja, sehr cool. Dann holen wir den mal rauf hier. Schön fett gefressen. Dann stehst du jetzt quasi 2-2. Jawohl. So Leute, gleich nach Paolo seinem Fisch hat es auf Twitchbait nochmal geklappt mit dem kleinen Barsch. Schön dick ist er, schön rund. Und ja, scheint anscheinend heute ganz gut zu laufen. Wer weiß, vielleicht kommt noch ein besserer. Das wäre natürlich wieder mal wünschenswert. Jetzt habe ich einen. Leute, hängt. Schöner Barsch.
Schöner Barsch, Leute. Auf Twitchbait. So, den Kollegen müssen wir jetzt bloß irgendwie da rausboxieren. So, Leute, da haben wir den nächsten. Boah, die Mücken sind auch am Fressen, aber die Barsche auch. Und das ist jetzt halt, ja, mit Abstand der Beste. Der hing ganz knapp nur an einer Flunke am OSP. Somit geht jetzt der Twitchbait für heute Abend, das ist ja bloß eine schnelle Runde, 3-2 in Führung gegenüber der Mudcrawl. einen habe ich vorher noch verloren, aber mit dem, ja, da kann man auf alle Fälle schon mal Barsch dazu sagen. Richtig schöner Kollege. So, Leute, hartes Duell bei der Abendrunde. Die erste Stunde ist, glaube ich, jetzt vorbei und es steht 3-3. Jawohl. Für, ja, beides. Twitchbait gegen Mudcrawl. Sehr cool. Wieder der Erfolgsköder. Jawohl. Ja, habe ich gar nichts dagegen. Petri. Danke. So, Leute, wir müssen jetzt flüchten, denn die Mücken werden einfach unaushaltbar. Also es ist Wahnsinn. Wir werden wahrscheinlich da hinten von einem riesigen Schwarm Mücken verfolgt. Ab dem Zeitpunkt, wo jetzt die Dämmerung eingesetzt hat und der Wind ein bisschen nachgelassen hat, sind die komplett eskaliert. Aber eigentlich war ja heute gar kein Videodreh geplant. Ich hatte bloß mein Kamerazeug einfach mal dabei, auf gut Glück. Wir haben uns eigentlich nur schnell auf 2 Stunden für eine Abendrunde verabredet. Und ja, so kann es laufen. Somit ist der praktische Teil für das Video, das ich seit Ewigkeiten versuche zu drehen, aber nicht klappt, weil es ja entweder Hochwasser oder Ähnliches dazwischen kommt. Jetzt aber im Kasten. Ne? Und zwar wird es um das, wer hätte es gedacht, Twitchbait-Angeln im Sommer gehen. Und ja, wir schauen jetzt, dass wir ins Auto kommen und nach Hause, weg von diesen Blutsaugern. Und für euch wird es an dieser Stelle, beziehungsweise von einer anderen Stelle aus, an einem anderen Tag mit dem Theorieteil weitergehen. Also Leute, haut euch schon mal rein und ja, viel Spaß beim Theorieteil. Okay, Leute, dann kommen wir zum Theorieteil und der wird heute ja ganz kurz ausfallen. Wir werden auch gleich im Anschluss zur Führung noch die Köder machen. Und ja, was zur Führung zu sagen gibt, sie ist einfach im Gegensatz zum Winter deutlich aggressiver. Ich verwende auch im Sommer jetzt keine Flugcarbon-Schnur mehr, zumindest in den meisten Fällen nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Denn mit der geflochtenen habe ich einfach eine deutlich aggressivere Führung. Was aber nicht heißt, dass ihr wahllos bzw. genauso in die Schnur schlagen solltet wie bei der Flugcarbon-Schnur, also Flugcarbon als Hauptschnur. Es sind relativ kurze, schnell hintereinander folgende Schläge mit sehr kleinen Pausen, die man aber auch wieder auf das Verhalten der Fische abstimmen muss, wie lang wollen sie die Pausen, manchmal etwas kürzer, manchmal etwas länger. Ja, und viel mehr gibt es zur Führung eigentlich auch nicht zu sagen. Wie immer müsst ihr einfach eure Führung auf die Fische anpassen, auf das, was die Bock haben, und das gilt es einfach Tag für Tag neu herauszufinden. Und dann hätte ich gesagt, kommen wir jetzt im Anschluss direkt zu meinen bevorzugten Ködern. Gut, dann kommen wir zu den Ködern. Bei den Twitchbaits fällt meine Wahl jetzt natürlich im Sommer auf deutlich kleinere, so um die 6 cm große Hardbaits, wie hier jetzt dieser Imakatsu Dilemma. Was die Tauchtiefe betrifft, habe ich beides dabei. Es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, wo fische ich. Wo stehen die Fische? Rauben sie gerade am Abend an der Oberfläche oder oberflächennah?
oder stehen Sie mitten am Nachmittag doch etwas tiefer an irgendwelchen Hindernissen, unter Kanten, unterspülten Ufern, wie auch immer. Daher dürfen auch so eine Tiefläufer so bis 2,50 mit dabei sein. Wichtig ist einfach, dass die Größe etwas kleiner ausfällt, um einfach die Brutfische, die jetzt unterwegs sind, gut imitieren zu können. Also dieser Immakatsu Dilemma zum Beispiel, absolute Waffe jetzt. Und einer meiner Lieblinge, egal ob Sommer oder Winter, ist der Highcut von OSP. Ein absolutes Biest, gerade wenn es auch um etwas weitere Würfe geht. Dieses Wurfsystem ist, ja, ich kenne eigentlich keinen in der Größe vor allem, der so gut, wo das Wurfsystem so gut funktioniert und solche stabilen Würfe zulässt. Highcut von OSP. Dann für die Wassersäule, wenn es um die obere Schicht geht, bis ich sag mal einen knappen Meter, eher 80 cm, ist hier dieser OSP Durga. Absolute Bank, schöner schlanker Köder und auch hier der SP 60 ist es, glaube ich. Ihr seht es dann unten eh verlinkt von EcoGear, der Budget Japan Köder, aber Budget heißt nicht, dass er deswegen schlechter ist. Fische ich auch super gerne, wenn die Barsche nicht oder oberflächennah rauben. Ja, das wäre jetzt mal so eine grobe Auswahl, die ich eigentlich immer dabei habe an Twitchbaits für den Sommer. Den Rest verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und machen wir gleich Werbung. Ihr könnt euch natürlich wieder 10% mit dem Code YouTube10 auf alles Verlinkte beziehungsweise eigentlich auf den ganzen Warenkorb im Shop sparen und gerade hier bei diesen relativ teuren Japan-Baits rentiert sich das schon ordentlich. Ja, dann hätten wir es mit der Theorie. Ich würde sagen, wir gehen noch ein kleines bisschen fischen. Mal schauen, ob es heute Abend wieder so gut klappt. Wir sind am selben Spot, wie ihr vorhin schon im praktischen Teil gesehen habt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich demnächst mit Fisch nochmal oder dann zum Outro. Oh. Alter, der ist quer reingeschossen. Ja. So Leute, da haben wir den ersten, der ist aber leider quer reingeschossen. Aber ja, sie sind auf alle Fälle da und haben Bock. Weiter geht's. Hängt. Fisch, Leute, richtig guter Barsch. Schauen wir, ob wir den bekommen. Der andere ist mir leider ausgeschlitzt. Ah, die haben richtig Bock, Leute. So, jawohl. Oh, und schon raus. Boah, was für ein Dusel, Alter. Das war Glück. Das war Glück. Okay, Leute, da haben wir den nächsten. Der ist jetzt auch hängen geblieben. Der hat sich den OSP Highcut ordentlich gegönnt. Und ja, machen wir weiter. So, Leute, bevor es jetzt zu dunkel wird, machen wir an dieser Stelle Schluss. Zumal auch die Mücken schon wieder, ja, unaushaltbar bösartig werden. Und ja, ein paar Fische konnte man ja noch erwischen. Es war eigentlich relativ viel Frequenz, viele kleine Fische dabei. Ich werde auch nicht alle reinschneiden. Ihr werdet nur die besseren davon sehen. Das waren so 2-3 Fische. Ja, ich habe ein kleines bisschen
Angelzeit auch verloren, weil mir leider meine Twitche abgebrochen ist. Hopp an, jetzt ist abgebrochen. Durch ein Versehen. Jetzt muss ich petzen. Im Hintergrund grinst er schon. Leider ist mir der Paolo so ein bisschen über die Route geschraubt am Boden. Und ja, dadurch ist sie dann abgebrochen. Aber das kann passieren, ist halt so. Die neue ist schon bestellt. Ja, ich muss hier ein kleines bisschen flüchten noch. Sonst ist es unaushaltbar mit den Mücken. Ja, ihr konntet auf alle Fälle sehen, dass das ganz gut funktioniert. Die Barsche müssen Bock haben. Schaut, dass ihr eure Führung einfach ein bisschen anpasst an die Vorlieben der Fische. Und dann klappt es wunderbar. Ja, und dann hätte ich gesagt, war's das wieder für heute. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, das kommt bald. Ich streng mich an, dass die Videos wieder ein bisschen regelmäßiger kommen. Und euch wünsche ich natürlich eine coole Zeit am Wasser, dicke Fische und bis zum nächsten Video, Leute. Haut euch rein. Ciao.